Mein Name ist Håkon Stene, ich unterrichte Schlagzeug im klassischen Bereich, obwohl das ist auch mittlerweile eine schwierige Definition. Und ich unterrichte auch mit Axel Kühn zusammen Musikelektronik, Aufnahmegeräte, MIDI-Instrumente und so weiter. Kaffee oder heiße Schokolade? Heiße Schokolade. Zeitgenössische Musik oder Renaissance? Renaissance. Einzel- oder Gruppenunterricht? Einzel. Hund oder Katze? Hund. Marimba oder Pauke? Nirgendwo. Nichts. Gitarre. Ich war sehr jung, also ich habe mich schon mit 17 Schlagzeug angefangen. Davor habe ich Gitarre gespielt, klassische Gitarre. Ich habe vielleicht knapp 2 Jahre Schlagzeug gespielt und gelernt und sollte dann die Aufnahmeprüfung machen. Es war schon on the edge, wie man sagt. Aber ich habe Frank Zappas Black Page gespielt, das war ganz gut. So Mitte 90er Jahre gab es in Oslo ein Festival, Ultima Festival hieß das, das läuft immer noch, wo ganz tolle Ensembles aus Paris oder London auch dann nach Oslo kamen und zum Beispiel Xenakis aufgeführt haben. Und das war einfach eine Lebens-, wie sagt man, life-changing-Erlebnis gewesen für mich. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich wollte neue Musik, Schlagzeug lernen. Ich habe viel gearbeitet, weil ich eben so spät angefangen habe. Ich musste dann viel üben. Einfach für mich war diese Arbeitsmethodik dann wichtig zu lernen, wie kann man schnell lernen oder einfach viel, viel Material auf einmal quasi lernen und genau, auswendig lernen und sowas. Ich musste gleichzeitig Technik und irgendwie Interpretation parallel quasi lernen, weil ich hatte von früher an keine Technik. Ich habe schon immer unterrichtet, auch als ich ganz jung professionell war, entweder Kinder oder Jugendliche. Schon fast 10 Jahre im Musikgymnasium, parallel zum Freelance-Leben. Und halt mit Studenten ist es auch spannend, weil die so viel Zeit haben, sich auf die Musik zu konzentrieren. Dann können die auch irgendwie sich schnell entwickeln. Und diese Phase, so 19 bis 25, einfach wahnsinnig, so wie man sich intellektuell sowohl als technisch entwickelt. Das finde ich sehr spannend dabei. Und auch irgendwie ist auch ein Luxus, seine Kompetenz oder Kenntnisse so teilen zu können, finde ich. Für mich ist persönlich ist, etwa Folgendes wichtig: Handwerk als ausübender Musiker, Handwerk, Technik. Ein Verständnis für, also auch Hören ist auch Handwerk, finde ich. Das, nicht nur die Finger, sondern auch das Hören. Interpretation, das heißt Reflexion, die Fähigkeit, Musik zu kontextualisieren. Geschichte, historisch, philosophisch vielleicht. Verschiedene Ästhetiken zu verstehen, woher kommt das, warum mache ich das und nicht das. Einfach künstlerische Entscheidungen zu treffen. Und das fördert auch gewisse Kenntnisse. Genau, Technologie finde ich wichtig. Für Musiker heute, man kann nicht nur in seiner Ecke einfach basteln, man muss auch irgendwie die neuen Tendenzen aufnehmen und lernen. Man muss Arbeitsmethodik finde ich wichtig, wie man übt, wie man sich konzentriert. Ist schwierig heute für eure Generation mit tausend Social Medias und Smartphones und so Zeug. Ich bin nicht der Generation, ich war ja genau jung, also 90er Jahre Generation, das war vor den ganzen Smartphones. Ich finde es schon wichtig, dass man Konzentration, Fokus und einfach Arbeitsmethodik lernt. Auch Arbeitsphysiologie, wie kann man mit seinem Körper, weiß nicht, 40 Jahre aktiv bleiben. Mit den Ohren, mit den Händen, Rücken und so weiter. Finde ich schon wichtig. Deshalb machen wir auch mit der Klasse Sportstunde. Und genau, für die anderen Sachen auch so Fokusgruppen.
Klassenstunden und so weiter, wo wir Repertoire und Ästhetik besprechen und so weiter. Also ich finde, Leute, die bei uns studieren, sollten eine künstlerische Selbstständigkeit lernen. Finde ich sehr wichtig. Also keine, wir unterrichten halt keine Stilistik oder eine bestimmte Schule. Wir haben viel Fokus auf Handwerk im Bachelorbereich und dann beim Master irgendwie künstlerische Unabhängigkeit oder wie sagt man, Authentizität, also dass die Leute sich frei entwickeln können und ihre eigene künstlerische Entscheidungen treffen können. Also neue Projekte zu entwickeln, irgendwie ein Netzwerk aufzubauen, the tricks of the trade sozusagen. Irgendwann mit so einem Business Model anfangen, wo will ich hin, wie sieht ein wie sagt man, 5-Year-Plan aus, 3-Jahre-Plan, wo bin ich nächstes Jahr, habe ich Netzwerke, kann ich irgendwo unterrichten und gleichzeitig studieren, wie kann ich Konzerte einplanen, mit welchen Leuten, aber schon hier anfangen, ein Netzwerk aufzubauen, sowohl lokal als international, Kurse teilnehmen bei Musikkurse und irgendwie, genau. Einfach ein Netzwerk aufbauen. Ich habe meine beste professionelle Kontakte hier in Freiburg vor 20 Jahren gemacht, also getroffen. Also eine Vision weiß ich nicht, aber ich wünsche mir schon, dass es einfach ein offenes Haus ist, mit irgendwie ohne Genrebegrenzungen oder irgendwie so Abteilungen, dass alles einfach Musik ist, ob Jazz oder Klassik oder Pop oder whatever. Das finde ich schon wünschenswert, dass es nicht, also nicht diese Wende zwischen Klassik und Jazz zum Beispiel hier in Freiburg gibt. Finde ich schwierig allgemein zusammenzufassen, was gutes Musizieren heißt. Für mich ist es sehr relativ, es ist immer kontextbezogen. Du kannst unglaublich schlecht gespielte Rock hören und es ist immer noch ganz toll. Also meine Lieblingsband, The Shags, sind drei Frauen aus irgendwo in Midwest, USA. Die können gar nicht spielen, nicht mal die Gitarre stimmen, aber die klingen unglaublich zusammen. So, und es gibt natürlich Orchester, die einfach perfekt klingen. Also das gibt für mich ein, das sind so Extreme.